Bei Elisabeth ist es wichtig, dass Menschen bereit sind, sich auf Ruhe zu stellen und noch die Möglichkeit haben, zusammen zu lernen. Der Betreuer aus dem Behindertenbereich bietet mir eine ganz besondere Weiterbildung an, und zwar die Betreuungskompetenzschulung, oder kurz BKS genannt, die das Jahr auch mit der Beteiligung von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung stattfindet. Ihr wertvolle Marken und ihre Feedback haben viel dazu beigetragen, einen neuen Blick zu kriegen und sich froh und ähnlich darzustellen. Wir das zusammen geschafft gehen, für herauszufinden, welches Thema von diesem BKS umgesetzt kann gehen. Verteidige den guten Alltag an der Betreuung von Menschen mit einer intellektuellen Beeinträchtigung. Als Kandidaten haben viel darüber genug gedacht, Ideen ausgeschafft und im Terrain umgesetzt. Ja, die Formation, die hat mir viel gebracht, indem ich einen anderen Blick auf viele Situationen bekommen habe. Wie ich gefreut gesehen, für Heimat zu machen. Und ich direkt gesagt, ich kann mich stärken, ich kann auch mich schwächen. Irgendwo meine Schwächen ist, für die Leute zu schwätzen. Da bin ich nervös. Und durch die Formation, das ganze Jahr, mit Direktion, Madame Büchel, mich immer gepusht und gesagt, hey, probier, du kannst es, gell? Und ich trete heute ein bisschen ernst auf wie vor einem Jahr. Für mich war BKS ein Jahr voller Erfahrung mit den Bewohnern. Ich konnte Bewohner ganz gut kennenlernen, mich selber auch kennenlernen. Und tut die Menschen viel Spaß gemacht. Also ich nehme auf jeden Fall sehr viel Positives, sowohl für mich persönlich in meinem Leben, als auch für mein berufliches Leben. Es wurden sehr viele Themen behandelt, wo man im ersten Augenblick meint, ich weiß Bescheid. Jedoch, man setzt sich niemals mit dem Thema auseinander und geht in die Tiefe. Also für mich war die BKS die Möglichkeit, zusammen mit den Bewohnern etwas Neues zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Diese Formation ist viel mehr weit gegangen, wie ein Gang Wissens- und Methodenvermittlung. Sie hat dann abgemacht für den guten Alltag und aufgefordert, sich ganz persönlich damit auseinanderzusetzen. Und das sowohl, was die eigene Persönlichkeit angeht, wie auch, was das bedeutet am Kader von der beruflichen Rolle, den als Mitarbeiter zu erfüllen hat. Gerade so wie als Erstbetreuungskompetenzschulung war auch diese Session für uns ein ganz bereichernde Erfahrung und ich bin überzeugt, dass Zeit, den Ansatz und den Engagement, die als Kandidaten da gestartet haben, sich wirklich gelohnt haben und noch weiterhin am guten Alltag lohnen werden. Eine Formation hat mich ganz viel geprägt, am Punkt, das war die von der Motivation mit dem Gedanken, dass alle Menschen von Grund aus am Anfang motiviert, dass die Verlehung also am Anfang schon direkt anders, weil wir statt so überholen, die Art und Weise über Motivation zu denken, dann haben wir direkt auch verschiedene Bewohner anders vorgeholt, an dem sich gesehen haben, ich weiß nicht, was die Bewohner alles am Kopf hat, von Aufgaben und so, und dass sie dadurch auch demotiviert wird. Da werde ich ihm immer vorstellen, was demotiviert ist, für die Arbeit nicht zu machen. Und so kommen wir auch besser auf einen Ring, zum Beispiel, wie einfach zu sagen, ja, hinterher hat einfach keine Lust.